So, hi, ich grüße euch, meine treuen und lieben Zuschauer. Und ich könnte kotzen, denn das ist jetzt das vierte Mal, wo ich diese doofe Aufnahme starte. Die ersten paar Male war beim Intro-Video voll das Gezucke und Geruckel und ich glaube kaum, dass es jetzt besser wird. Und ständig irgendwelche Java-Updater hochgepoppt und keine Ahnung was. Genau, ihr habt sicherlich gesehen, ich spiele den zweiten Teil von Crusader No Regret. Wer nicht mehr weiß, was beim ersten Teil geschehen ist, am Ende, wir haben die Überwachungsplattform des WEC angegriffen und als wir irgendwie geschafft haben, dass der Plasmagenerator das Überhitzen anfängt, genau, wir haben das Kühlsystem lahmgelegt, mussten natürlich dort fix mit einer Rettungskapsel runter und fliehen. Auf dem Weg haben wir natürlich noch Major Vargas gekillt, die Verräterin, die letztendlich dazu beigetragen hat, dass unsere Rebellenbasis auf der Erde zerstört wird. Deswegen haben wir die mal kalt gemacht, sind geflohen mit der Rettungskapsel. Auf dem Weg nach draußen hat der oberböse Vorsitzende Dragon des WEC uns noch eine kleine Warnung mit auf den Weg gegeben, ja, dass er uns sowieso finden wird und killen wird und bla und bibabbo. Und jetzt treiben wir irgendwo im Weltraum in einer Rettungskapsel rum. Gut. Das Spiel unterscheidet sich spieltechnisch eigentlich so gut wie überhaupt nicht vom ersten Teil. Deswegen gibt es auch nicht viel dazu jetzt zu erklären. Genau, dann fangen wir mal an. Ups, das ist falsch. Ich muss... So. Ich werde auch im Hauptmenü übrigens ein bisschen stehen bleiben, für ein paar Sekunden, nicht wundern. Weil die Musik ziemlich cool ist. Ja. So. Aber jetzt gucken wir uns erstmal das Intro an und ich entschuldige mich jetzt schon. Das wird nämlich, ich denke, es wird ziemlich zucken und ruckeln und ein bisschen die Atmosphäre killen, aber da kann ich jetzt leider nichts nach mehreren Versuchen gegen unternehmen. So, jetzt bin ich still. Tut mir so leid, dass das so gezuckt hat. Das ist eigentlich so cool, das Intro. Hauptmenü. Genau, das Hauptmenü. Die Musik kennt man ja noch ein bisschen aus dem Vorgänger, aus dem Hauptmenü. Aber die ist nochmal etwas cooler. Ich lasse einfach mal ein paar Minuten, so eine halbe Minute laufen.
Ich hoffe, das reicht so ein bisschen. So. Mal schauen, ob da alles passt. Da schaut alles gut aus. Und wir fangen mal an. Ich spiele wirklich auf Gelegenheitskämpfer. Ich hab's. Einer unserer Zuschauer wollte nämlich, dass ich auf No Regret spiele. Und ich habe das einfach mal ausprobiert, ja. Und wie ich die Mission betreten habe und ich konnte mich noch nicht mal bewegen, war die Hälfte meiner kompletten Energie schon weg. Meiner Lebensenergie. Also nicht meines Schildes, sondern meiner Lebensenergie. Weil die Gegner alle Plasmawaffen und sonst was hatten. Also ich werde das fürs LP mir nicht antun. Auf meine Seele und meine Nerven. Gut. Fangen wir einfach mal auf Gelegenheitskämpfer wie das letzte Mal an. Viel Spaß. So, wir sind gleich mittendrin. Gleich fällt schon die erste Änderung zum ersten Teil auf. Und zwar folgende. Die Arschlöcher können sich nämlich rollen. Aber ich kann auch was Cooles. Das hier und das hier. Endlich. Wuhu. Ansonsten ist der Rest ziemlich gleich geblieben. Wie man vielleicht unschwer erkennt. So. Ich habe aber wieder mal kein Schild, kein vernünftiges und nur 4 Energiezellen. Zivilisten umbringen bringt nichts mehr. Die kann man nämlich nicht mehr looten, beziehungsweise die haben kein Geld mehr. Ferngelenkter Roboter, Avatron. Ah, so fängt das Spiel schon mal gut an. So. Ich will nicht zu viel zerstören. Diese komischen Fässer, die man da sieht, ja, die sind, wenn ich die zerstöre und in der Nähe von denen rumlaufe, dann bekomme ich radioaktiven Schaden. Das ist ziemlich beschissen. Ich kann das mal vielleicht hier demonstrieren. Ja, man sieht, für Mechs ist das ziemlich ungünstig. Wobei es bei denen nochmal mehr Schaden macht als bei mir selbst. Ja. Na, stirb endlich. Na komm. So, sehr schön. Gut. Ansonsten ist doch alles beim Alten geblieben. Genau, den hatte ich schon. Wir können vielleicht mal ganz kurz anschauen, was meine Missionsbesprechung überhaupt ist. Suchen Sie nach eventuellen Widerstandssympathisanten und stellen Sie Kontakt her. Sichern Sie den Transporter, kehren Sie zur Erde zurück und kontaktieren Sie General Maxis. Code Rot. Jawoll. Energiezelle. Nichts. Laserbarriere RT5 Energiequelle ist abgeschaltet. Jawoll. Ich muss jetzt aufpassen, ich habe nicht mehr so viel Energiezellen. Energie. So. Ich hoffe, Sie sind der Silencer, der die Überwachungsplattform für den Widerstand hochjagt. Sonst wird der Tag für einen von uns ein übles Ende nehmen. Achtung an alle. Code 4. Eindringling auf Ebene 1. Wiederhole. Eindringling auf Ebene 1. Ich bin Denning. Ein Lunar Mining Cartel Frachter hat sie aufgelesen, mein Freund. Wir fliegen wieder zum Mond. Das Konsortium hat dort eine Bergbaubasis. Nur keine Angst. Ich kenne einen Haufen Leute, die Ihnen helfen werden. Gehen Sie zur Ebene 3. Dort kontaktiere ich Sie dann. Achtung an alle. Code 4. Eindringling auf Ebene 1. Auf was warten Sie denn noch? Los, los, los! Jawohl, Denning. Unser erster Verbündeter. Danke, Code Rot aufgehoben. So, erstmal den Alarm abschalten. Ah, ich sehe es gerade. Wie man sieht, ich habe auch den RP32
Maschinenpistolen-Dingens, den ich auch im ersten Teil die ganze Zeit verwendet habe. Schon wieder ferngelenkter Roboter. Oh. So. Schauen wir mal. Ist hier denn irgendetwas? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich oder wie ich in diesen Raum reinkomme. Ist natürlich irgendein Geheimraum, ja. Ich brauche diesen über diesen Aufzug vermutlich komme ich da rein. Na gut. Aber da komme ich. Zugang verweigert, ja. Ich speichere jetzt mal. So. Roaming Susan, wenn ich mich recht entsinne. Jawohl. Gut, da ist nichts weiter. Von Belang zumindest. Ja, ich hasse Kameras. Nach wie vor. So. Das ist hier eine coole Sache, das gab es im ersten Teil nicht. Wenn ich da drauf schieße, darf jeder dreimal raten, was dann passiert. So, da brauche ich eine rote Keycard. Na, habt ihr richtig geraten. Ah, Laserwaffen werden jetzt natürlich echt arg böse. So, ich will mein Schild wieder haben. Ey. Du bist ein Teil, Anton. So. Das ist korrekt, mein Freund. Und du bist ein toter Wissenschaftler. In irgendeinem von diesen Containern ist ein Cyborg. Ich weiß bloß nicht mehr genau. Okay, der war's nicht. Da sind auch gute Kisten drinnen. Und am Anfang sollte man die Kisten doch mal durchsuchen. Na? Shit. Das ist halt ungut, weil wenn ich da jetzt rumlaufe. War der hier drinnen? Ah, ja. So. Energiezelle, das ist schon mal gut. Die habe ich nämlich gerade eben verbraucht. Hä? Oi, okay. Na? Na? Sag mal. Lauf mal halt drüber. Hauptquartier. Nix Hauptquartier da. So, übrigens, und das mache ich jetzt gleich mal, damit ihr das seht, diese Teile hier, also nicht das, was ich gerade kaputt schieße, sondern das hier, kann ich kaputt machen. Jetzt kann ich mich da nämlich durchrollen, ja. Aber ich laufe zuerst einen anderen Weg, den ich so auch laufen würde. Denn ich brauche ja eigentlich die rote Keycard, ne? So, was haben wir hier? Da rollt sich wieder zumindest einer. So, war da der Cyborg drinnen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo war er. Da war er nicht. Schützturm, glaube ich. Jawohl. Sehr schön. Gut. Es kann natürlich auch sein, dass das Cyborg erst auf einem höheren Schwierigkeitsgrad kommt. Also das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Oh, ich habe schon volle Deathpacks. Interessant.
Das heißt, wir machen das so. Okay. Oh, da komme ich erstmal gar nicht durch, okay. Gehen wir da mal runter. Habe ich jetzt eigentlich die rote Keycard schon? Ich glaube nicht, ne? Gut, dann gehen wir einfach mal schnell meinen selbst freigebombten Alternativweg. So. Shit. Okay. Oh. Ah. Oh, meine Güte. Oh, noch Laserwaffen. Oh. Noch so ein Ding. So. Ich muss auf meine Munition ein bisschen achten. So, und da ich jetzt erst einmal hier rüber will. Ich will noch nicht runter. Verdammt. So, sehr schön. Ich hab nichts gesehen. Aber dein Kollege. Haha. Nein. Oh. Der hat nicht mal was dabei. Unfair. Ich hab einen Wirt-Chip. Ja. Brauche ich später noch. So. Ich spring das trotzdem mal auf. Auch wenn ich vielleicht da gar nicht durchgehe letztendlich. Ah, ja, verdammt. Das ist das, was ich gemeint habe. Jetzt ist hier nämlich radioaktive Strahlung. Da habe ich jetzt auch die Kiste kaputt gemacht, ich Troll. Gut. Also hier ist nichts von Belang für mich. Auf den ersten Blick. So. Weiter geht's. Arf, du blöder Arf, hat den Schalter kaputt gemacht. Das Ding ist Schild geschützt. So. Ich habe volle Energiezellen, das ist ja toll. Zugriff auf, Sicherheitsterminal umgelenkt und einsatzfähig. Alles klar. Okay. So. Ich glaube, um den hier diesen Geschützturm kaputt machen zu können. Ah, das war sein Schild. Ist auch so eine Änderung gegenüber vom 1. Im ersten Teil hat man nicht gesehen, wenn das Schild ausgegangen ist. Der hat nicht mal was. So. Ladedatenbank. Kraftfeld ist deaktiviert. Fällt. Oh mein Gott. Ah. Das kann ich jetzt vielleicht mal ganz kurz zeigen. Man hört jetzt ja, wenn man durch so einen Laser durchgelaufen ist, das ist zum einen. Na? Und den Ausrüstungsgegenstand, mit dem man die Dinger sichtbar machen kann, ist der Wirt-Chip. Den habe ich nicht zu lang an, weil der an Energie zieht.